Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Aufnahme von Let's Play Dragon Age Origin mit der letzten anderen Kampagne, die Golems von Amgarak. Verzeiht, ich habe wieder das Aufstoßen, weil ich gerade vor dem Anfang etwas Kohlensäuriges getrunken habe. Wasser mit Kohlensäure, sonst geht Wasser gar nicht. Genau, dies habe ich leider schon mal durchgespielt. Warum leider? Denn als ich das erste Mal Lilianas Lied und die Golems von Amgarak aufgenommen habe, war es gerade nach dem Patch von dem Programm, wo ich alle Tonspuren rüberlaufen lasse. Und der hat mir dann bei OBS alles rausgekickt und dann hat OBS nichts aufgenommen. Supi, also kenne ich das schon, aber dennoch möchte ich es euch gerne zeigen und lange Rede, kurzer Sinn, wir starten doch die Golems von Amgarak. Bitte importieren. Und zwar die importieren. Sie nannten es Amgarak, den Sieg, aus Arroganz oder Optimismus. Sie hatten gehofft, durch Carradines Forschungen einen Sieg für die Zwerge erringen zu können. Aber der Teig ging verloren. Genau wie die Forscher. Die tiefen Wege haben Amgarak und den Traum von unserer einstigen Größe verschlungen. Während die dunkle Brut an der Oberfläche wütete, haben wir eine Expedition zu dem Teig entsandt. Mein Bruder gehörte ihr an. Niemand kam zurück. Ich wende mich an euch, Wächter, weil ihr Dinge geschafft habt, die andere für unmöglich hielten. Helft mir, meinen Bruder zu finden und nach Hause zu bringen. Ich kann in dieser Angelegenheit niemandem außer euch vertrauen. Euer ergebenster Diener, Jarek Dace. Ich danke euch erneut für eure Hilfe, Wächter. Alle anderen hatten aufgegeben, aber ich konnte Brogan nicht im Stich lassen. Er ist mein Bruder. Verzeiht, dass ich darauf bestanden habe, dass ihr allein kommt. Das Haus Dace möchte nicht, dass der Rest Orsamas erfährt, wo sich Amgarak befindet. Okay. Ihr tut ziemlich geheimnisvoll. Warum bittet ihr mich um Hilfe? König Balin meinte, ich sollte mich an euch wenden. Er sagte, wenn jemand Brogan retten kann, dann ihr. Okay, rechnet ihr mit Schwierigkeiten? Eine Expedition aus mehr als 20 Männern verschwindet nicht einfach. Irgendetwas ist dort drin. Und ich fürchte, es ist nicht besonders freundlich. Seid einfach auf alles vorbereitet. Okay, ihr tut ja ziemlich geheimnisvoll. Das Haus Dace hat viele Männer geopfert, um diesen Ort zu finden. Jegliches Wissen, das wir hier aufspüren, sollte uns gehören und allein nach unseren Vorstellungen verwendet werden. Meine Hauptsorge gilt natürlich Brogan. Aber Amgarak birgt auch Geheimnisse. Gewaltige Geheimnisse. Okay, dann lasst uns einfach weitergehen. Es ist nicht mehr weit bis Amgarak. Oh, ich hol meinen Berchi. Schön, dann haben wir noch ein einziges Mal unseren hellen Speer der Legion. Da hat er 3 Punkte. Ich mach ihn beim. Warte mal, er hat da den Kollegen. Dann kann er den mal machen. Da warte mal. Den, dafür den und den noch. So. Machen wir es mal so. Speichern. Und dann schauen wir mal, was wir da für eine Geschichte Das ist aufdecken. Snark. Er wird uns helfen. Da haben wir nichts, okay. Dieser Ort hat etwas an sich, das mich beunruhigt. Ja, Runen.
die einfach herumliegen. Angriff der dunklen Brut! Einmal noch die Fähigkeiten richtig machen. Sind ganz genau so wird es geschehen. Nicht einer derart geringen Zahl der dunklen Brut zum Opfer gefallen. Hier lauert etwas Unheimlicheres. So etwas habe ich noch nie. Das ist nicht richtig. Warte mal. Gut. Die Falle haben wir erfolgreich vernichtet. Jetzt noch den. Dann ist hier hinten noch. Ach. Mit so großen Biestern zusammen ist die Wegfindung. Der Nebel verändert sich. Was? Golem? Speichern? Ja, ich weiß das schon. Wir müssen ganz in der Nähe von Amgarak sein. Ich bin erfreut. Das ist einer von Caradons Golems. Aber er wurde verändert. Sie müssen in Amgarak mit vorhandenen Golems experimentiert haben. Vielleicht haben sie sogar das Geheimnis ergründet, wie man neue erschafft. Es ist keine gute Idee, Caradons Arbeit weiter aufzunehmen. Bitte erspart mir eure moralischen Urteile, Wächter. Ich frage mich, ob dieser Golem noch funktioniert. Vielleicht ist hier ja irgendwo ein Kontrollstab. Vielleicht. Und vielleicht weiß ich auch schon gerade, wo. Oh, die Winde wieder. Mal kurz speichern. Hallo, Hundis. Jetzt kommen die. Wirdest du nicht in mich? Das geht ja mal schnell. Dort, auf dem Tisch. Ist das der Kontrollstab eines Golems? Maybe. Und Runenamboss. Die haben das ein klein wenig anders gelöst. Und zwar haben wir jetzt 3 große Frostrunen. Und hier haben wir 2 Großmeister-Kälterunen. Da haben wir noch nichts. Und wir können immer Großmeister, Großmeister. Aber was haben wir da? Zauberresistenz, Elektrizitätsschaden. Großmeister, typ, typ, typ. Großmeister, Großmeister. Sturm des Gesellen. +2 Konstitution. Du kriegst noch diese Runen annehmen. Gut, dann hätten wir das. Einmal speichern und dann wieder zurück, um den Golem mitzunehmen. Diese Winde. Kann jemand wieder die Türe zumachen? Es zieht ganz schön. Hoffentlich geht der Golem. Dieser Golem wird uns eine große Hilfe sein. Gehen wir. Ja, das wird er.
Und ich möchte in Gesundheit das investieren. Und meine Talente liegen Herzsuche. Das wäre natürlich auch interessant. Den habe ich das letzte Mal nicht genommen. Ich würde da einfach ins Leben. Da, mehr Leben ist mehr Leben. Passt. Oder Stärke hätte ich nehmen können. Und dann. Jetzt ist dort hinten wieder der Weg frei. Dafür ist der Runenamboss belegt. Wo sind sie hin? Wächter, habt ihr gesehen, wohin sie gegangen sind? Jep, ins Nichts. Hier ist jemand. Ich beginne seltsame Dinge zu sehen. Ich fühle mich hier unwohl, Wächter. Ja, die haben da ziemlich viel Bockmist betrieben, um ehrlich zu sein. Und dass ich mir das schon mal vorbereite. Weil wir werden doch ein paar Tränke brauchen. Die dann einfach noch ein wenig von denen. Genau. Speichern. Angriff! Was sollen wir jetzt machen? Ja, blöde Frage. Die Lauerer fliehen in Panik. Aber vor was? Vor dem dort hinten. Der hat so eine magische Anziehungskraft. Was auch immer in Amgarak vor sich geht, hat etwas hiermit zu tun. Wir haben da das Problem, dass diese Experimente ein wenig, ja, das mit dem Schleier und dem Nichts und allem ein wenig drum und dran. Ich wünschte mir, ich könnte die noch finden, weil die habe ich beim letzten Mal nicht gefunden. Deshalb werde ich vielleicht noch ein wenig genauer drauf schauen. Das ist einer der Männer, die an der Expedition beteiligt waren. Was geht hier vor? Das Tor nach Amgarak. Das ist das Tor nach Amgarak. Wir haben es geschafft. Dann gehen wir mal nach Amgarak. Was zum... Was für eine Art von Magie ist das? Verdammt, wir müssen einen anderen Ausgang finden. Bleibt wachsam. Wir haben hier Dutzende Männer verloren und ich bin nicht begierig darauf, diese Zahl noch zu erhöhen. Yep, und als Hinweis, wir sind gerade durch einen Riss im Schleier. Die haben so die Angewohnheit, dass sie grünlich sind. Ach ne, der Ernter. Das Ding war weder ein Zwerg, noch sonst irgendein Wesen, von dem ich je gehört hätte. Das gefällt mir nicht. Oh ja. Das ist Blut.
Das ist zerfetztes Fleisch. Was auch immer wir hier finden werden, das macht mir Angst. Sollte es auch. Genau so wird es geschehen. Von einem alten Labor namens Amgarak erfahren. Ein Mann aus Orsama hat dort gemeinsam mit einem Magier aus Tevinter versucht, Carradins Forschungen wieder aufzunehmen. Amgarak wurde in Brankas Notizen erwähnt. Sie hat jedoch nie versucht, dorthin zu gelangen. Was hat sie von dort ferngehalten? Weil sie wusste, dass was hier gemacht wurde, noch verkorkster ist, als was Carradin gemacht hat. Aber das werden wir noch alles erfahren. Und jetzt, genau. Golem-Angriff. Übrigens, unser Golem ist ein Magier. Und das ist eine Truhe aus dem Reich des Nichts. Ich werde gerne mit dem mal ein wenig weg. So, dann bleibt ihr mal schön stehen. Da sind dann auch nochmals drei Truhen aus dem Reich des Nichts. Da ist nochmals ein Runenamboss. Dankenschwert. 9, 8, 12, ja, das ist schon besser. Langschwert, einhängig. Haben wir da Meister 4 Willenskraft. Brauche ich Willenskraft? Distanzgeschossen ausweichen würde ich mal so abändern. Dann gehe ich mal an die Ruhe. Genau. Ich werde die mehrheitlich mal stehen lassen, weil. Alter, war das wieder ein heftiger Nieser. Ah ja, und. Wächtergolems zu verhöhnen ist untersagt. Merkt euch das. Gut, dann ein wenig weiter nach vorne. Ich lasse die nachkommen. Du musst mich verstecken. Ich muss leise sein. Was stimmt nicht mit ihm? Diese Magie, dieses Licht. Ich kann ihn nicht einmal berühren. Rogan, kannst du mich hören? Bruder! Die Schatten, sie flüstern. Was ist das? Irgendein Fluch der Oberflächler? Er ist hier. Ich kann ihn sehen. Er ist noch am Leben. Irgendwas ist mit ihm geschehen. Und wir werden herausfinden, was. Ich hoffe, ihr habt recht, Wächter. Ich werde nicht ohne ihn von hier fortgehen. Ich werde dich retten, kleiner Bruder. Halt einfach durch. Kann euch nicht helfen, nicht jetzt. So, jetzt gibt's wieder Gefahr. Ich glaube, wir werden verfolgt. Knochenhaufen. Wer auch immer das ist, er wurde anscheinend in Stücke gerissen. In Ordnung. Die Schalter lenken die Lyriumströme um. Mit unvorhersehbaren Auswirkungen. Sie können die gesamte Umgebung verändern. Es muss Magie sein. Aber unser Verständnis für derartige Dinge ist begrenzt. Ihr werdet auf sterben, nicht wahr? Yeah.
Der Diamant bitte auf die Seite. Genau, dann kommt der raus. Und dann kann der. Ja, die großen Kreaturen sind hier ein wenig doof. Die Schalter lenken die Lyriumströme um. Mit unvorhersehbaren Auswirkungen. Sie können die gesamte Umgebung verändern. Es muss Magie sein. Aber unser Verständnis für derartige Dinge ist begrenzt. Zerfledderte Notiz, alte Schriften. Eine Notiz auf einem alten, schimmligen Pergament. Es sind nur sehr wenig von Carrotons Schriften übrig. Die Erinnerung besagt, der Paragon habe einen Großteil seiner Forschung zerstört. Aber welcher Wahnsinn hätte ihn zu solch einer Tat treiben können? Zum Glück bewahrte König Valdor alles, was er konnte. Nur dank ihm haben wir überhaupt noch etwas, womit wir arbeiten können. Nereda, die Magierin, die mit mir zusammenarbeitete, glaubt, dass Lyrium der Schlüssel ist. Ja, also der König Valdor, der ist, glaubst du, der schlimmste Zwergenkönig, den man sich vorstellen kann? Schon wieder. Ein Gesicht? Ich kenne diese Männer. Sie sehen aus, als wären sie einfach zerfetzt worden. Bei den Ahnen. Was ist hier nur geschehen? Egal was. Eigentlich nichts, was man per se herausfinden möchte. Das sind alles blaue Türen. Merkt euch das. Wir hatten eine violette. Das sind blaue. Was ist das denn? Es ist gigantisch. Höheres Buch der sterblichen Hüllen. Wie ihr wünscht. Es ist nicht zum Verzehr geeignet. Und gesehen? Sie kann nicht einfach verschwunden sein. Oh doch. Oh doch. Schalter. Ja, sagen wir es mal so. Sie haben irgendwie damit Schleier des Nichts. Ja, wow, ich komme schon auf dich zu. Ach, der wollte auch noch mich. So viele Verehrer auf einmal. Der andere ist hier. Und jetzt, das war ja eine blaue Truhe. Codex aktualisiert. Ich habe bei den Minenarbeitergilde weiteres Eisen angefordert. Natürlich werden die Schachtratten diese Anfrage mit dem Verweis auf unsere Verschwendung kostbaren Eisens ablehnen. Aber darauf bin ich vorbereitet. Ich habe mir eine Alternative überlegt, die Kassenlosen. Niemand wird sie vermissen und für sie ist es weitaus besser, im Dienste dieser glorreichen Experiments zu sterben, als ihre wertlosen Leben fortzusetzen. Nerda scheint sich gegen
dagegen zu sträuben, aber sie stammt von der Oberfläche und versteht es nicht. Da sie die Forschung jedoch ebenso sehr fortsetzen will wie ich, wird sie letztendlich schon einwilligen. Wie ihr wünscht. Also da ist, glaube ich, noch mehr jemand am Durchdrehen wie der andere. Ich muss mal kurz, das macht mich wahnsinnig, die Golem-Geräusche. Die Tür geht jetzt auf. Ah, da brauchen wir die wieder. Ihr seht sie ja schon. Hallo. Was ist das denn jetzt? Das war hinüber. Jetzt haben wir hier eine Truhe. Jetzt lasse ich mal die kurz hier warten. Jetzt müssen wir wieder kurz zurück. Jetzt sind wieder alle hier. Und wir sind wieder in der Realität. Jetzt, weil wir das geöffnet haben, können wir hier durch. Ah. Jetzt haben wir die Golems dafür. Dann gehe ich einfach auf den. Gut, alle sind wieder hier. Notiz über Golemforschung, Heilung. Jetzt hat er eine neue Fähigkeit gekriegt, Gruppenheilung. So muss man ein wenig die Rätsel, ja, ein wenig umgehen und machen. Also man kann nicht einfach etwas aktivieren und dann geht überall was. Sondern muss immer ein wenig vor, wieder zurück, wieder vor, wieder zurück. Dann wieder aktivieren. Dann haben wir das und können jetzt weiter in Richtung des Bruders. Sie haben weder Stein noch Metall verwendet, sondern Fleisch. Das Fleisch der Sterbenden, der Kranken, der Kastenlosen. Wir haben ein verwestes Konstrukt aus Fleisch und Knochen gefunden. Es sah grässlich aus und ihm fehlte der Kopf. Der Gestank war unerträglich. Kann euch nicht helfen, nicht jetzt. Rogan, ich bin hier. Du bist in Sicherheit. Jarek? Nein, nein, Jarek, du musst gehen. Verschwinde, geh. Was? Das Licht. Es war überall. Es hat mich durchdrungen. Alle sind verschwunden. Ich, nein, muss mich verstecken, Jarek. Muss mich verstecken. Was ist geschehen, Brogan? Sie sind tot. Alle sind tot. Abgeerntet. Beendet es. Zerstört alles. Bitte, findet Darien. Ich kenne Darien, Olmec. Er ist ein Scholar und war der Anführer der Expedition. Hör mir zu, Brogan. Ist Darien Olmec noch am Leben? Ja,
Nein, 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 nein. Ich will nicht, dass es mich holt. Es soll verschwinden. Mach den Lichtern ein Ende. Nicht berühren. Ganz ruhig, Bruder. Das hast du gut gemacht. Darion, ich habe Seiten seines Tagebuchs gesehen. Er weiß vielleicht mehr über diesen Ort. Wir müssen ihn finden. Ich kenne meinen Bruder. Er ist ein Überlebenskünstler. Er ist vielleicht ein wenig verwirrt, aber sein Schwertarm hat nichts von seiner Kraft eingebüßt. Lasst uns gehen. Mit Brogan. Das machen wir doch sehr gerne. Und wir haben dort hinten noch eine violette Tür. Vergiss das nicht. Weißt du, was hier vor sich geht? Das Nichts nennen? Nein, nein, nicht das Nichts. Hier, aber anders. Ja, sie haben das Reich des Nichts und die Wirklichkeit wie teilverschmolzen, so Taschendimensionen gemacht. Dann gehe ich auf dich. Und da sind jetzt die drei Truhen mit, die wir vorhin nicht öffnen konnten. Ich gebe ihm Konstitution. Die mal kurz stehen bleiben. Die Truhe haben wir auch noch. Jetzt hat er noch was bekommen, und zwar Feuerschwert. Jetzt haben wir alle Feuer drauf. Habe ich irgendwas vergessen? Runenamboss wäre für Runen. Brauchen wir aktuell nicht. Seite müssen doch auch noch, genau, das habe ich mir ja schon gedacht. Mich kriegen Sie nicht. Einmal speichern. Das konnten wir erfolgreich. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Nein, nicht da entlang. So fängt es an. Juckende, nervöse Finger, die alles anfassen müssen, die an allem herumspielen müssen. Dann kommt es und holt sich die juckenden, nervösen Finger. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es schon sehen. Wie ihr hier wird. Drin ist außer uns noch etwas. Wow. Jetzt. Schalter. Da können wir ins Blaue wechseln und da ins Violette. Genau so wird es geschehen. Wir haben einen Durchbruch erzielt. Nereda konnte einen Geist des Nichts an ein Konstrukt aus Fleisch und Knochen binden
Und es hat sich bewegt. Endlich haben wir etwas Konkretes, das wir den Adligen und der Halle der Bewahrung präsentieren können. Sobald wir es wieder zusammengesetzt haben. Irgendjemand muss eine Naht übersehen haben. Als das Konstrukt zum Leben erwachte, hat sich sein Kopf eigenständig vom Körper gelöst und ist weggekrochen? Nereda sieht darin allerdings kein großes Problem. Sie ist im Moment auf der Jagd nach ihm. Und das Kratzen an meiner Tür ist vermutlich sie. Genau. Und jetzt, da wir Violett haben, können wir einerseits hier hin. Jetzt haben wir das mal geöffnet. Und wir haben ja noch ziemlich weit hinten eine violette Tür, die ich noch gerne öffnen würde. Das habe ich beim letzten Mal komplett übersehen. Oder vergessen, besser gesagt. Deshalb möchte ich die jetzt mir noch kurz holen. Ich denke, es soll keine Kämpfe mehr kommen. Das war... Nein, die hier war's. In Ordnung. Grün. Umkehren, umkehren. Aber ich möchte grün. Rasender Wächter. Oho. Bei dem habe ich es noch vergessen. Schon tot. Und der kann nicht. Haben wir etwas übersehen? Ich würde jetzt mal nein behaupten. Nein, bis jetzt noch nicht. Über Blitz. Die Keule des Schnitters. Plus 5 Schaden, Chance auf Zurückwerfen. Wie sieht die aus? Ich werde mir aber den behalten. Du kriegst Keule des Schnitters.
Den werden wir noch schön mit Runen verzieren, sofern wir welche noch haben. Haben wir Runen? Ja, ein paar, ne? Irgendwas übersehen? Ne. Dann gehen wir einmal zurück. Aber sehr schön. Jetzt brauche ich einen Amboss. Ich meinte, in einer der Kammern war einer. Runenamboss, genau. Dann kann ich da den Schnitter noch verzaubern. Einmal den bitte. Der kriegt noch eine Flammenrune. Genau. Speichern. Jetzt müssen wir da wieder in die Hauptkammer, in die vordere. Von einem alten Labor namens Amgarak erfahren. Ein Mann aus Orsama hat dort gemeinsam mit einem Magier aus Tevinter versucht, Carradins Forschungen wieder aufzunehmen. Amgarak wurde in Brunkers Notizen erwähnt. Sie hat jedoch nie versucht, dorthin zu gelangen. Verständlich. Was hat sie von dort ferngehalten? Die Wahnsinnigen. Sie war wahnsinnig, aber weniger wahnsinnig als die Wahnsinnigen aus den Wahnsinnigen, Wahnsinnigen. Nahm sich ihren hübschen Ausschnitt von ihr. Offenbar wollte hier jemand schwer verwundet. Ich wollte auch etwas tun. Würdest du irgendwas angreifen? Wenn du schon so einen geil legendären hast. Ah, stimmt. Jetzt gibt's nochmals Kampf. Hallo. Sie wussten, es war ein schrecklicher Fehler und haben es deshalb in diesen Tunneln eingesperrt. Unsere törichte Gier hat uns hierher geführt. Und nun sind wir gemeinsam mit ihm hier gefangen. Unsere einzige Hoffnung ist, alles zu zerstören. Die Kreatur, die Forschungen, die Magie, die diesen Ort aufrechterhält. Ich muss die Schmiede erreichen. Aber die Türen sind verschlossen. Um sie zu öffnen, ist eine bestimmte Schalterkombination nötig. Ich muss weiter darüber nachdenken. Das ist Wahnsinn. Nach allem, was wir getan haben, um diesen Ort wieder in Besitz zu nehmen, will er, dass wir alles zerstören. Nachdem wir so viele Männer verloren haben? Vertrau ihm. Darien begreift es. Darien versteht. Bei denen fehlen die Hinterköpfe. Und das ist unheimlich. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und an dem habe ich gefühlt eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde rumgesucht. Also das ging jetzt bedeutend schneller. Jetzt kommen da wahrscheinlich die Skelette, genau. Na, sieh mal einer an. Dann gehe ich auf den. Oder auf den. Ich bin flexibel. Oh, komm jetzt. Und da haben wir eine weiße Tür. Ich gehe mal kurz hier durch, weil dann ist das offen.
Bleib mal kurz stehen. Ihr macht da viel zu viel Gepolter. Dann suchen wir. Der Ding. Also der hat Glück beim Auswürfen. Aber wenn es zu viele auf einen sind, dann mag ich das nicht. Dann hast du immer wieder Probleme, die zu treffen. Geschweige denn, sie versuchen sich irgendwo zu positionieren. Aber raffen das irgendwie nicht. Genau, dort war rot. Und die haben wir jetzt beseitigt. Irgendwie schlage ich da durch die Luft. So, jetzt den Groß. Genau so etwas meine ich. Jetzt haben wir hier nochmals Tagebuch. Es hat einen Körper erschaffen, das Fleisch der Toten geerntet. Es hat mir die Gliedmaßen meiner Freunde entgegengeschleudert. Ich bin auf ihren Gedärmen ausgerutscht. Bin gerannt, noch am Leben, der letzte Überlebende. Reaper. Genau so wird es geschehen. Oh, hallo. Oh. Darions Notizen. Nun, wir haben ihn gefunden. Armer Bastard. Mögen die Ahnen ihm gnädig sein. Darion ist tot? Aber er ist noch ganz, nicht in Fetzen. Er hat mehr Glück als die meisten. Ich kann es noch immer da draußen hören. Es weiß, dass ich hier bin. Ich kann nicht zurück in die Schmiede. In einem der Schächte ist Licht. Ich kann meinen Fluchtweg sehen. Aber ich erreiche ihn nicht. Der Boden ist zu feucht und der Fels zu rutschig. Ich könnte dort rausgehen und das schnell hinter mich bringen. Oder ich bleibe hier. Mein Tod steht fest, egal wofür ich mich entscheide. Notizen. Nein. Wäre das nicht? Trians. Wo war denn das? Ich hätte jetzt gesagt, Notizen. Elfische Tafel. Traverne Redcliffe. Alte Schriften. Ah, hier. Eine Notiz auf altem, schimmeligen Pergament. Wir haben einen Durchbruch erzielt. Nereda konnte einen Geist. Aber das haben wir schon. Minenarbeit. Da hat sich doch gar nichts aktualisiert. Ohne Truhe. Plus 5 Magie, verbesserte Blumagie. Gut, ich weiß jetzt echt nicht, wie wir das jetzt einsetzen sollen. Ich bin erfreut. In diesem Bereich werden schützende Kopfbedenkungen empfohlen. Ja.
kann ja niemand gebrauchen. Blöd gesagt. So, selbst noch einmal speichern, weil jetzt... Nicht da! Nicht da rein! Ich dachte, du vertraust Darien. Er hat gesagt, wir müssen in die Schmiede. Sie ist der Ort, an dem wir alles finden werden. Alles. Auch meine Forschung. Nein, Jarek. Hörst du es denn nicht? Zischen, jagen. Es wartet da drin. Es wird nicht überziehen, Jarek. Es wird es dir in Streifen herunterreißen. Eine rote Truhe. Okay, warte mal, ich muss da nochmals zurück. Weil dort drüben ist der Gegner, also das sollte noch machbar sein. Dann werde ich einmal kurz nochmal das Rätsel machen, dass ich rot kriege. Nase juckt. Jetzt sind wir im Reich des roten Nichts. Rot, aber es ist nichts. Dann habe ich definitiv alle Schätze geborgen. Selbst die, die ich im ersten Run nicht gefunden habe. Ja. Wie ihr wünscht. Mechanik. Die Bruchstücke eines Geheimnisses freigeschalten. Aufsteigen. Wir nehmen Stärke. Dann möchte ich tödlicher Schlag. Bei ihm Leben. Da hat das ein wenig schwach auf der Brust. Dann möchte ich, dass er noch bessere Wildtiergefährte hat. Und da können wir das nehmen. Noch irgendwas? Nein. Gut. Wir speichern. Und das ist Endgegner. Und der hat's in sich. Nur schon mal gewarnt. Los. Wir greifen alle an, bitte. So wird es geschehen. Nicht zuerst schön rumsuchen. Ich gehe nach hinten, dann hat die Spinne ein wenig Platz. Schon gefallen. Du nimmst mir einen kleinen. Wir haben ihn erst bei der Hälfte, ne?
Der kann nicht. Kümmere mich einfach mal so ein wenig um den Mist, der kommt, damit er sich mehrheitlich auf den großen Kampf fokussieren kann. Nehmen wir so einen noch. Perchi, kannst du mal auf den gehen? Danke. Wie Darien es wollte. Die Kreatur ist tot. Es könnte noch Notizen geben. Mehr Informationen, um es... Nein, Jarek. Es gab schon genug Tote. Das war's. Es ist vorbei. Alles ist verloren. Nein, Bruder. Wir leben noch. Gehen wir nach Hause. Ich
Ja, liebe Freunde, das war's jetzt mit dem gesamten Let's Play von Let's Play Dragon Age Origin. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank für alle Däumchen nach oben, für alle Abonnenten. Ja, vielen Dank einfach fürs Zuschauen, fürs gemeinsam Leiden, fürs gemeinsam Genießen. Und Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, beide sind schon auf der Platte installiert. Das wird auch noch kommen. Aber zuerst kommt Last Epoch, das wahrscheinlich schon zu der Zeit laufen wird, wenn ihr das seht. Dann kommt aber im März noch einmal Outcast, A New Beginning, plus noch, was war das andere? Auch etwas Großes? Mist. Vorher wusste ich es noch. Ich habe mir schon den Satz zurechtgelegt. Was ist das andere Spiel? Auch etwas Großes? Eine Woche später. Ah ja, Dragon's Dogma 2. Ich bin ein klein wenig schusselig jetzt. Aber das macht nichts. Danach, wenn die großen Projekte abgeschlossen sind, geht's mit Dragon Age 2 weiter. Und bis dahin wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit. Genießt es und schaut gerne mal wieder vorbei. Euer Marvin. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.